Ihr alle wart dabei, als ich in einem der letzten Videos eine Idee hatte. Schauen wir mal zurück. Was haltet ihr davon, wenn ich als GmbH einfach mal so ein paar Euro nehme im Monat? Natürlich nicht gemessen am Umsatz, sondern gemessen an den fakturierten Stunden, die wir haben. Wenn ich sage, okay, ich investiere jetzt 5 Cent pro fakturierte Stunde oder einen gewissen prozentuellen Anteil, investiere ich in Krypto und ihr schaut zu. So, diese Idee hat mich nicht mehr losgelassen und diese Idee habe ich natürlich auch mit meiner Schwester, die ja mit mir diese GmbH besitzt, durchgesprochen. Und was haben wir vor, was könnten wir hier tun, weil wir von einer Idee überzeugt sind, und zwar Kryptowährungen. Los geht's. Servus bei der Wesley Consulting in Herrenberg. Wie eingangs erwähnt, wir sind eine GmbH und warum ich das jetzt zum zweiten Mal betone, darauf kommen wir dann zum Schluss. Denn wir haben hier ein Sahnehäubchen, was wir uns so überlegt haben und wofür wir stehen, und lasst euch einfach überraschen. So, warum geht es jetzt in diesen Videos? Diese Videos vorab könnt ihr leicht unterscheiden. Wir werden die Thumbnails in Gelb-Gold halten, das heißt, alle die Roten haben immer mit der Personaldienstleistung zu tun, mit unserem Haupterwerb. Dann gibt es noch die Grünen, das hat dann was mit Immobilien zu tun, aber die Gold-Gelben, um die geht es jetzt. Also, warum Gold-Gelb? Gold für Kryptowährung. Gold ist ein haptischer Rohstoff, der sehr viel Wert hat. Bitcoin ist dagegen ein rein digitaler Wert, den ich nicht anfassen kann. Inflation, solche Themen, Werterhalt. Viele, viele Dinge werden wir in diesen Videos besprechen. Wir glauben auch an diese Kryptowährungen, es ist die Zukunft. Wie ich schon mal im letzten Video erwähnt habe, es ist nun mal so, dass hätten wir vor 25, 30 Jahren in das Internet investiert, ging es uns jetzt besser. Hätten wir vor 20 Jahren oder 15 Jahren in Google oder Amazon investiert, ebenso. Kryptowährung ist die Zukunft. Davon bin ich überzeugt. Darüber wird es in diesen Videos gehen. Was werden die Inhalte dieser Videos besprechen? Wir werden zum Beispiel sprechen über den Bitcoin, klar. Was ist die Idee dahinter gewesen, dass dieser überhaupt erfunden wurde? Wir werden über die Blockchain sprechen. Wir werden über Halving sprechen. Wir werden einzelne Kryptowährungen betrachten, wie zum Beispiel Ethereum, Bitcoin, klar, Big Mama. Wir werden über einzelne Token auch noch sprechen, wie zum Beispiel XRP. Was machen diese Tokens? Für was steht diese digitale Währung? Was kann man damit tun in Zukunft? Was passiert da? Das sind alles Dinge, die noch gar nicht adoptiert worden sind von der breiten Öffentlichkeit, was ich sehr schade finde. Weltweit sind 3 oder 4% der Menschen in Krypto investiert oder haben in Krypto investiert. Und das ist so ein Punkt, die breite Öffentlichkeit nimmt das nicht wahr. Man hört immer nur negative Dinge. Immer nur negativ. Umweltverschmutzung, man soll es verbieten, man kann es nicht anfassen. Was weiß ich. Darum diese Videos. Was werden wir hier noch tun? Und jetzt wird es interessant. Wir werden euch zeigen, wir werden also praktisch jeden Monat einen bestimmten Geldbetrag investieren. In verschiedene Assets, in verschiedene Kryptowährungen. Die Höhe der Beiträge richten sich immer an den Umsatz, den wir hier tun, beziehungsweise fakturierte Stunden. 5 Cent, 8 Cent oder 10 Cent wissen wir noch nicht. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet es sehen. Ihr werdet sehen, wie hoch die Summe ist, die wir jeden Monat investieren. Ihr werdet sehen, welche Kryptos wir kaufen. Und dann werden wir natürlich im Laufe der Zeit immer wieder aufzeigen, wie groß ist unser Depot. Ist es gewachsen? Ist es nach unten gegangen? Etc. Ein Thema natürlich auch, wenn wir investieren, wir werden nicht jeden Monat investieren. Wenn wir Phasen haben, in denen wir denken, dass der Markt eher nach unten geht, lassen wir das Geld auf der Seitenline liegen
und werden dann investieren, wenn wir der Meinung sind, der Boden ist erreicht, dann gehen wir rein, dann kaufen wir, damit wir günstig einkaufen. Wir werden nicht daytraden. Auch über dieses Daytrade-Thema werden wir vielleicht ein Video machen, weil das ist einfach hochgefährlich. Wir möchten langfristig sparen, wir möchten investieren und wir möchten Gewinn machen. Jetzt kommen wir zu diesem Punkt mit der GmbH. Als juristische Person ist es so, dass wir die Gewinne der GmbH nicht voll ausschöpfen können. Die Hälfte dieser Gelder bleibt im Unternehmen. Sollten wir also jetzt irgendwann Gewinn machen in 4, in 5, in 6 Jahren und wir realisieren diese Gewinne teilweise oder im Ganzen, dann bleiben die Hälfte dieser Gewinne einfach in der GmbH. Die andere Hälfte des Gewinns werden wir spenden. Wir werden die Hälfte, die wir zur Verfügung haben, spenden. Wenn das 50.000 oder 200.000 Euro sind, wir wissen nicht, wie der Markt sich entwickelt, wir wissen natürlich auch nicht, wie hoch die Summe ist, die wir jeden Monat eben investieren werden. Sollte es dann zu einem richtigen Bullenmarkt kommen und die Preise explodieren, ja natürlich werden wir dann ein Stück weit unsere Gewinne realisieren und werden dann eben, wie gesagt, die eine Hälfte, die wir zur Verfügung haben, die nicht in die Firma muss, die werden wir zur Hälfte spenden. In welche Projekte wir diese dann spenden werden, wissen wir noch nicht. Ja, kann die Lebenshilfe sein gegenüber, auch Aufruf an euch, spende dahin, die brauchen es wirklich. Kann ein Frauenhaus sein, kann, was weiß ich, Väter kämpfen für ihre Kinder, irgendetwas Sinnvolles, Tolles, da geht das Geld dann hin. Und da freuen wir uns jetzt schon drauf, denn wir sind sehr sicher, dass wir Gewinne machen werden. Ja, so, darauf könnt ihr euch freuen. Ich kann euch nur einladen, ein Abo zu machen. Kommentiert dieses Video, liked das, was ihr seht hier. Es wird noch sehr, sehr viel kommen und das nicht im wöchentlichen Abstand, sondern weitaus öfter, weil es gibt einfach unglaublich viele Themen und wir möchten da natürlich reingehen, damit ihr versteht, was hier passiert. Lasst ein Abo da, dann verpasst ihr nichts. Setzt die Glocke, liked, kommentiert, hilft uns gegen den YouTube-Algorithmus. Hört ihr in jedem Video wahrscheinlich, aber das ist jetzt egal. Und dann gehen wir miteinander auf die Reise. Ich lade euch da ein, geht mit. Ihr seht es dann im Laufe der Zeit. Ich werd euch auch zeigen, warum wir jetzt schon beginnen zu investieren oder Gelder an die Seitenlinie zu legen, obwohl wir der Meinung sind, dass der Markt nach unten gehen wird. Lauter so kleine Dinge, ihr könnt mir da folgen, investiert da 10, 20 Euro, ist egal. Lasst euch überraschen, die Reise wird hochspannend, das kann ich euch versprechen. Okay, das war's jetzt mal von mir. Wie immer der Herzenswunsch, seid gesund, bleibt gesund und bis bald.